9. September, 8.30 Uhr morgens im Hotel am See in Grevesmühlen. Die Industrie- und Handelskammer IHK zu Schwerin hatte zum Klönturn eingeladen. Eine Veranstaltungsreihe für IHK-Mitglieder, um über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Das alles vor dem Hintergrund der IHK-Wahlen zur Vollversammlung, dem Parlament der Wirtschaft. Es werden Fragen gestellt über die Organisation an sich, über unsere Ziele, Pläne, was soll die nächsten 5 Jahre, denn das ist die Wahlperiode, passieren. Was soll umgesetzt werden, Impulse auch aus der Wirtschaft, weil davon lebt ja das Parlament der Wirtschaft, die IHK. Das ist das Ziel heute. Ausbildung ist ein großes Thema für die IHKs im Land. Im Ausbildungsjahr 2024/2025 haben die Mitgliedsunternehmen der IHK zu Schwerin über 1.100 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Durch gezielte Werbekampagnen soll das auch nachhaltig so bleiben. Nach den Wahlen zur Vollversammlung und der Konstituierung des Parlaments geht es an die Auswahl einer neuen Hauptgeschäftsführerin oder eines neuen Hauptgeschäftsführers.